Ja, hallo und willkommen bei E-Bike Tom. Ja, heute komme ich mal mit einer kleinen Besonderheit euch auf zu. Und zwar habe ich mir ein neues Gimmick für mein E-Bike besorgt. Und zwar eine Rückfahrkamera bzw. eine Rückspiegelkamera. Ja, und alles dazu folgt jetzt. Viel Spaß! Ja, das ist das neue gute Stück. Mein elektronischer Rückspiegel, meine Rückfahrkamera. Beziehungsweise das Display dazu. 4,3 Zoll. Den Link zum Produkt zu Amazon werde ich euch in der Videobeschreibung noch hinterlegen. Und habe das jetzt mal montiert. Das ging relativ einfach und simpel. Hier mittels Klemme. Und dann muss man diese Kamera nur noch mit dem beigefügten Kabel, was ich hier entlang gelegt habe. Ist übrigens auch hier gibt es schöne Klettverschlüsse, damit man das Kabel dementsprechend hier entlang des Rahmens legen kann. Und dann kommt es hinten an die Sattelstange. Ja, und das ist die Kamera, eine HD-Kamera, die nach hinten euch dann dementsprechend alles zeigt, vorne auf dem Display. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an während der Fahrt. Ja, was ich schon direkt von Anfang an sagen kann, dass ich hier auf dem 4,3 großen Zoll Display schon deutlich mehr erkennen kann, wie anhand meines Rückspiegels. Und ihr seht es ja selber, die anfahrenden Autos sehe ich ja sehr gut. Wie gesagt, der Link zum Produkt habt ihr in meiner Videobeschreibung. Und da ich das Produkt auch zur Verfügung gestellt bekommen habe, habe ich das Video natürlich als Werbung deklariert. Ah, das war jetzt auch ein schönes Beispiel mit dem abbiegenden Fahrzeug. Ja, wie lange der Akku das Display hält, kann ich noch nicht sagen. Weil es jetzt auch die erste Fahrt mit der Kamera und dem Display. Und ich bin erst so, sag ich mal, eine halbe Stunde unterwegs. Aber so der erste Eindruck ist Bombe. Gefällt mir sehr gut. Ja, wie das Ganze bei Sonneneinstrahlung noch gut ablesbar ist oder erkennbar ist, kann ich euch natürlich nicht sagen, weil jetzt haben wir es heute bewölkt. Die Sonne versucht rauszukommen, kommt aber nicht raus. Aber ich kann schön weit nach hinten sehen. So, und ich kann jetzt schon von Weitem erkennen, dass ein Auto kommt. Und da kommt wieder eins. Sehr cool, sehr cool. Gefällt mir echt, echt gut. Und jetzt fahre ich mal hier extra durch ein Wohngebiet. Das sind nämlich auch mal so Stellen, wenn die Straße gerade mal für ein Auto passt und wenn jetzt von hinten was kommen würde, würde ich das auch direkt erkennen können. Weil da kommt jetzt nichts. Ja, und wenn ich jetzt hier noch auf der Seite mein Handy habe und meine Navigation, ja, dann ist relativ voll, ne? Und ich müsste natürlich das Display auch nochmal im Dunkeln testen, wie weit man im Dunkeln hier dementsprechend was sehen kann. Das kann ich ja gleich nochmal oder heute Abend nochmal machen. Vorausgesetzt, es regnet nicht. Dann werde ich das noch mal prüfen und testen, wie weit man im Dunkeln hier mit diesem elektronischen Rückspiegel was sehen kann. Ja gut, ich kann mir vorstellen, wenn die Sonne
jetzt von hinten scheinen würde und tief steht, dann blendet es und man sieht nicht viel. Aber gut, das ist natürlich dann auch der Sonne geschuldet und nicht der Kamera. Die kann ja nichts dran für. Und eine Blende auf der Kamera kann man ja schlecht drauf machen. Gegebenenfalls eine ND-Folie oder so, die man dann über der Linse der Kamera anbringt. Ja, da fällt mir noch gerade so eine Situation ein, wenn ich jetzt jemanden überholt habe und der mir nochmal nachträglich einen bösen Finger zeigt, kann ich das natürlich jetzt viel besser erkennen. Und dann müsste ich mal eben schnell in die Eisen treten. Ne? Ja, das Display ist übrigens auch wasserdicht. Frage kam dann bei mir auf, was ist denn, wenn es regnet? Kann ich dann überhaupt damit fahren? Ja, kann man. Ja, ich finde es toll. Ich finde es echt toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, werde ich bis heute Abend warten, wenn es dunkel ist und dann nochmal eine kleine Fahrt machen, um zu schauen, wie der elektronische Rückfahrspiegel oder Rückfahrkamera hier seinen Dienst macht und natürlich mal abwarten, wie es dann bei Sonnenschein aussieht. So, es dämmert und ich kann noch verdammt gut sehen auf dem Display. Also es dämmert eigentlich schon relativ so, dass man eigentlich das Licht anmachen muss. Und die Sicht ist Bombe. Die ist echt Bombe, obwohl es so dämmert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann werde ich noch mal warten müssen, bis es dunkler ist. So, jetzt fahre ich mal am Buhler Rad- und Wanderweg entlang und bin jetzt mal gespannt, weil hier ist es wirklich absolut zappelduster. Ja, noch sieht man im Hintergrund die Beleuchtung jetzt von der S- und U-Bahn-Station Wuhletal. Aber die Straße ist noch zu erkennen. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist pechschwarz. Es ist absolut pechschwarz. Und ich kann in der Kamera aber noch hinter mir den Weg erkennen. Wahnsinn. Ey, das ist Bombe. Das ist absolut Bombe. Genial. Das ist wirklich genial. Ich zeige euch mal nach vorne hin. So. Okay, ich habe vorne jetzt mein 70 Lux Licht. Aber es ist wirklich pechdunkel hier, pechschwarz. Und ich habe im Display hier zur Kamera eine richtig gute Sicht nach hinten, obwohl es so dunkel ist. Also das ist genial. Das ist echt genial. Tolles Produkt, muss ich sagen. Also ich bin restlos begeistert. Absolut. Nee, hat den Test sehr gut bestanden. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, der Link zu der Rückspiegelkamera findet ihr in meiner Videobeschreibung. Von eBikeTon gibt es hier 2 fette Daumen nach oben. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ich einen Daumen nach oben bekomme. Und ja, wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer von eBikeTom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.